Heute für euch der echte Grund, warum Severus Snape Sectum Sempra erschaffen hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einer Theorie beschäftigen, die sich mit den wahren Beweggründen für Snapes Motivation befasst, den dunklen Fluch Sectum Sempra zu erschaffen. Während seiner Schulzeit in Hogwarts kritzelte Severus Snape allerlei Zaubersprüche und Flüche in sein Lehrbuch für fortgeschrittene Zaubertrankherstellung, das er unter dem Pseudonym der Halbblutprinz führte. Als Harry Potter zum ersten Mal in Slughorns Zaubertrankklasse kommt, hat er das Glück, dasselbe Lehrbuch zu finden, in das einst ein junger, geplagter Snape pures Gold reingeritzt hat. Harry benutzte das Buch eine Weile, da es für jede einzelne von Slughorns Lektionen einfachere und klarere Anweisungen lieferte, denen er folgen konnte. Das Buch fungierte gewissermaßen wie ein Spickzettel für alle Zaubertranklektionen. Doch es enthält nicht nur Ratschläge zur Herstellung von Zaubertränken oder zur Perfektionierung bestehender Zaubersprüche, sondern auch Zaubersprüche, die für Harry völlig neu sind. Zaubersprüche, von denen er noch nie gehört hat, denn es handelte sich um von Snape selbst erschaffene Zaubersprüche. Sectum Sempra ist einer dieser Zaubersprüche. Er wird zum ersten Mal in den Filmen gesehen, als Harry ihn im Halbblutprinzen gegen Draco Malfoy einsetzt. Der Name Sectum Sempra setzt sich aus zwei lateinischen Wörtern zusammen. Sectus, was schneiden bedeutet, und Sempra, was so viel bedeutet wie immer. Sectum Sempra ist ein bösartiger dunkler Fluch, der wie ein unsichtbares Schwert wirkt und bei seinem Opfer Risse, Blutungen und Schnitte verursacht. Oftmals bleibt das Ziel nach dem Angriff regungslos liegen, während es Blut verliert. Der folgende Auszug beschreibt die Wirkung des Zaubers. Blut spritzte aus Malfoys Gesicht und Brust, als wäre er mit einem unsichtbaren Schwert aufgeschlitzt worden. Er taumelte rückwärts und brach mit einem lauten Platschen auf den wasserdurchtränkten Boden. Sein Zauberstab fiel ihm aus der schlaffen rechten Hand. Malfoys Gesicht leuchtete, nun scharlachrot, und seine weißen Hände kratzten an seiner blutgetränkten Brust. Anhand der obigen Beschreibung wird deutlich, dass Sectum Sempra ein unglaublich bösartiger dunkler Fluch ist. Sicherlich nichts, womit Kinder im Schulalter hantieren sollten. Vor Sectum Sempra erfand Snape noch eine ganze Reihe anderer Zaubersprüche, darunter Levi Corpus, ein Zauber, der bewirkt, dass das Ziel an den Knöcheln in die Luft gehoben wird und kopfüber hängt. Libera Corpus ist der Gegenzauber zu Levi Corpus. Der Muffliato-Zauber erzeugt ein summendes Geräusch, das andere daran hindert, private Gespräche zu belauschen, und Langlock ist ein Zauber, der die Zunge des Opfers vorübergehend an den Gaumen klebt. Aber das Besondere an Snapes anderen Zaubern ist, dass sie im Vergleich zu Sectum Sempra ziemlich harmlos waren. Aber was genau erklärt den drastischen Anstieg des Gewaltniveaus im Vergleich zu seinen vorherigen Zaubersprüchen? Während seiner Zeit an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei wurde Severus Snape unerbitterlich von einer Gruppe von Schülern gemobbt, die als die Rumtreiber bekannt waren. Diese Gruppe setzte sich aus James Potter, Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew zusammen. Angeführt von James nahm die Gruppe oft Snape ins Visier, da er introvertiert und isoliert war. Sie machten sich häufig über ihn lustig, beleidigten sein Aussehen und minderten seine Talente. Ihr Mobbing ging über bloße verbale Quälerei hinaus, da sie Snape mit Zaubersprüchen verhexten und demütigten, wodurch er verwundbar und gedemütigt wurde. Dieses Mobbing hat nicht nur Snape zutiefst getroffen, sondern hatte auch langanhaltende Auswirkungen auf seine Beziehung und sein späteres Verhalten. Alle von Snape erschaffenen Zaubersprüche hatten dabei ein gemeinsames Ziel, diese Tyrannen abzuschrecken. Aber in welcher Situation hätte Snape den Einsatz von Sectum Sempra rechtfertigen können? Warum hätte er die Dinge so eskalieren lassen? Nach dem traditionellen Verständnis der Situation hat Snape diesen dunklen Fluch geschaffen, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Aber diese heutige Theorie zeigt auf, es könnte einen speziellen Grund für die Entwicklung dieses Zaubers geben, und dieser hängt mit Remus Lupin zusammen. Remus war nämlich anders als die anderen Rumtreiber. In seiner früheren Lebensphase wurde er von dem berüchtigten Werwolf Fenrir Greyback angegriffen. Er schlug mitten in der Nacht zu. Greyback biss den jungen Remus und infizierte ihn mit Lykanthropie, der Krankheit, die mit Werwölfen in Verbindung gebracht wird. Fenrir tat dies als Racheakt an Remus Vater Lyle. Von da an wurde Remus' Leben sehr viel komplizierter. Zum Glück für Remus fand er in den Rumtreibern eine sehr unterstützende Gruppe von Freunden, die vollstes Verständnis für seinen Zustand hatten und alles unternahmen, um sein Leben so normal wie möglich erscheinen zu lassen. An einem schicksalshaften Abend wurde Snape jedoch Opfer eines grausamen Streiches des Rumtreibers Sirius Black, eines Tricks, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte.
Wie Remus sagte, Professor Snape war mit uns in der Schule. Er hat sich stark gegen meine Ernennung zum Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste gewehrt. Das ganze Jahr über hat er Dumbledore darauf hingewiesen, dass man mir nicht trauen kann. Er hatte seine Gründe dafür. Siehst du, Sirius hier hat ihm einen Streich gespielt, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Ein Streich, in den ich verwickelt war. Black machte ein spöttisches Geräusch. Das hätte ihm gut getan, spottete er. Herumschleichen, um herauszufinden, was wir vorhatten, in der Hoffnung, dass er uns von der Schule verweisen könnte. Severus Snape hat sich sehr dafür interessiert, wo ich jeden Morgen hingegangen bin, erzählte Lupin, Harry, Ron und Hermine. Wir waren im selben Jahrgang, wisst ihr, und wir mochten uns nicht besonders. Er mochte besonders James nicht. Ich glaube, er war neidisch auf James' Talent auf dem Quidditch-Feld. Jedenfalls hatte Snape gesehen, wie ich eines Abends mit Madame Pomfrey über das Gelände ging. Sie führte mich zur peitschenden Weide, um mich zu verwandeln. Sirius dachte, es wäre amüsant, Snape zu erzählen, er müsse nur den Knoten am Baumstamm mit einem langen Stock berühren und schon könne er mir folgen, wenn ich hineingehe. Nun, natürlich hat Snape es versucht. Wenn er bis zu diesem Haus gekommen wäre, hätte er einen ausgewachsenen Werwolf getroffen. Aber dein Vater, der gehört hatte, was Sirius getan hatte, ging Snape nach und zog ihn zurück, indem er sein eigenes Leben riskierte. Snape erblickte mich jedoch am Ende des Tunnels. Dumbledore hatte ihm verboten, es jemandem zu sagen, aber von da an wusste er, was ich war. Das ist also der Grund, warum Snape dich nicht mag, sagte Harry langsam, weil er dachte, du wärst in den Scherz eingeweiht gewesen. Aus der obigen Passage können wir nun zwei Dinge erschließen. Erstens wäre Snape sofort klar geworden, dass die Streiche, die von den Rumtreibern mit ihm gespielt wurden, nun ein neues und gefährliches Ausmaß angenommen haben. Zweitens wäre Snape nun voll und ganz über Lupins Lykantrophie im Klaren. Und was kann man von einem mächtigen, kreativen Zauberer erwarten, der mit allerlei Herausforderungen konfrontiert ist? Natürlich die Erschaffung eines bösartigen, dunklen Fluches, Sectum Sempra. Doch hier wird es noch etwas spannender. Die aktuellen Überlieferungen liefern keine weiteren überzeugenden Beweise dafür, dass Snape weitere Begegnungen mit Remus in seiner Werwolfsgestalt hatte. Angesichts der komplexen und verschlungenen Geschichte von Snape und den Rumtreibern scheint es jedoch sehr wahrscheinlich, dass es weitere Begegnungen zwischen Snape und Lupin während seiner Werwolfstransformation gegeben haben könnte. Diese Begegnungen könnten absichtlich aus dem Kanon gestrichen worden sein, um das Überraschungsmoment und die Spannung um den geheimen Aktivitätenradius der Rumtreiber zu bewahren. Trotz des Mangels an expliziten Berichten kann man davon ausgehen, dass Snapes Begegnungen mit Lupins Werwolfsgestalt seine Wahrnehmung von Lupin maßgeblich beeinflusst haben und seine langjährige Feindschaft gegen ihn geschürt haben. Ich glaube, dass Snape Sectum Sempra für Lupin erschaffen hat. Und ich glaube, dass er es letztendlich gegen ihn eingesetzt hat. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass er seinen Gegenfluch ebenfalls für ihn erschaffen hat. Hierfür gibt es folgenden Grund. Obwohl ich zugeben muss, dass dies eher auf den Film als auf das Buch bezogen ist, so war Remus Lupin zumindest in den Filmen mit Narben übersät. Die herkömmliche Annahme wäre, dass diese Narben entweder von den Wunden stammen, die er durch den Angriff von Fenric Greyback erlitten hat, oder von selbst zugefügten Verletzungen, die er sich zufügte, weil er behauptete, sich selbst gebissen oder gekratzt zu haben, als er den Trank nicht zu sich nahm. Aber die heutige Theorie besagt, dass einige der schwersten Narben auf Remus Lupins Haut von Severus Snape stammen. Während der Schlacht der Sieben Potters versuchte Snape mit Sectum Sempra die Hand eines Todessers abzutrennen, rutschte jedoch aus und schnitt stattdessen versehentlich Georges linkes Ohr ab. Nach diesem Vorfall zeigte sich Remus rasch betroffen, fast so als wäre er selbst schon einmal mit einer solchen Verletzung konfrontiert gewesen. Remus Lupin sagte, er hat ein Ohr verloren, Snapes Werk. Und da George Weasleys Ohr durch Sectum Sempra abgetrennt wurde, ist es für immer verloren, da Fluchverletzungen im Allgemeinen nicht heilbar sind. Und möglicherweise ist dies der Grund, warum Lupin nach so vielen Jahren immer noch sichtbare Spuren an seinem Körper hat. Sie wurden ihm durch einen bösartigen dunklen Fluch hinzugefügt. In Anbetracht dessen, dass der Fluch in seinem Zaubertränke-Lehrbuch mit „für Feinde“ beschriftet ist, könnten einige argumentieren, dass er für niemanden speziell bestimmt war. Andere werden jedoch behaupten, dass Sectum Sempra eigentlich gegen James Potter eingesetzt werden sollte. Das Hauptargument dafür ist, dass Snape einen sehr ähnlich aussehenden Zauberspruch einst gegen James verwendet hat. Es gab einen Lichtblitz und eine klaffende Wunde erschien an der Seite von James' Gesicht und seine Robe wurde mit Blut bespritzt. Und obwohl es stimmt, dass Snape eine Wunde im Gesicht von James verursacht hat, ist es wichtig zu beachten, dass Sectum Sempra ein unglaublich gefährlicher Fluch ist.
In Der Halbblutprinz, als Harry den Fluch bei Draco anwendet, ist die Wirkung weitaus gravierender. Draco bricht zusammen, blutet stark und benötigt sofortige medizinische Hilfe. Wenn Snape nicht aufgetaucht wäre und den Gegenfluch Vulnera Sanentu eingesetzt hätte, wäre Draco möglicherweise gestorben. Wenn Snape tatsächlich Sectum Sempra gegen James eingesetzt hätte, wären die Verletzungen wahrscheinlich schwerwiegender gewesen und hätten bleibende Narben hinterlassen, denn Verletzungen durch dunkle Magie sind nicht leicht zu heilen. Daher ist es höchst unwahrscheinlich, dass Snape Sectum Sempra bei James angewendet hat, da dies nicht mit den erwartenden Ergebnissen des Zaubers übereinstimmt. Es ist außerdem durchaus möglich, dass Snape den Gegenzauber Vulnera Sanentur nur für Lupin erschaffen hat. In der Erwartung, dass er eines Tages in eine Auseinandersetzung mit Remus Werwolfsgestalt verwickelt werden könnte, hätte Snape als kluger junger Zauberer wahrscheinlich auch in Betracht gezogen, dass Lupin nach dem Kampf in seine menschliche Gestalt zurückkehrt. Da er Lupin nicht töten wollte, sondern nur eine Botschaft übermitteln wollen würde, wäre Vulnera Sanentur nach Remus Rückkehr in seine menschliche Form einsatzbereit gewesen, nachdem der Kampf vorbei war. Natürlich handelt es sich bei all diesen Überlegungen lediglich um Theorien. Ich bin jedoch der Meinung, dass sie bestimmte Aspekte der Harry Potter Geschichte angemessen behandeln, insbesondere solche, die vergleichsweise wenig erforscht sind, wie zum Beispiel Snapes Drang, seinen Vorsprung zu erweitern und einen potenziell tödlichen dunklen Fluch zu erschaffen, Remus sofortige Erkennung von Snapes Werk, obwohl Snape niemals Sectum Sempra gegen James angewendet hat. Aber was denkst du darüber? Denkst du, Lupin kennt den Zauberspruch Sectum Sempra so gut, weil Snape ihn gegen Lupin in ihrer Schulzeit eingesetzt hat? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch gerne den Kanal und lass ein Like da. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.